Hoi Pferdenerds und herzlich willkommen zu einem neuen Trainingsvideo. Heute erwartet euch quasi die große Antwort, wie viel von diesem Pferd zu diesem Pferd hier gekommen sind. Diejenigen von euch, die mich ja schon ein bisschen länger verfolgen, wissen auch schon, worum es geht. Es geht um den lieben Smarty. Wer sagt so, hä, wie, wo, was, kann hier gerne in diese Videos einmal reinschauen, so für den neuesten Stand. Und natürlich gerne ein Abo dalassen, damit ihr die weiteren Sachen dazu nicht verpasst. Kurz vorher noch einmal. Smarty hat eine starke Lungenerkrankung, beziehungsweise einen starken Atemwegserkrankung. So. Wo, was, genau, wie, wo drin steckt, kann man nicht so richtig herausfinden. Das erstmal vorab. Es ist sehr, sehr schwer, das herauszufinden, aber ich wollte euch, weil ihr auch so viel gefragt habt, gerne zeigen, wie wir unseren Weg gegangen sind. Erstmal zur Ausgangssituation. So sah er vorher aus, als er bei uns angekommen war. Er war zu dünn, er hatte abgeriebenes Langhaar, der Schweif war komplett dahin, könnte man auch sagen. Und insgesamt halt sehr stumpf, das ganze Pferd. Auch stumpf im Sinne von Hilfen annehmen etc. Alles sehr, sehr schwergängig, sage ich jetzt mal bei ihm. Und er hat sehr, sehr schlecht geatmet. Allerdings hat er auch überhaupt nicht gehustet und es hatte überhaupt gar keinen Auswurf. Also dieses ganze Pferd war auf Stillstand gelegt. Er hat beim Vorbesitzer auf Raten eines Tierarztes Heulage bekommen. Und zwar das ganze Jahr über. Also auch über den Sommer. Was letztendlich bedeutet, dass er über den Sommer Heulage bekommen hat und sich einen Ballen, so einen großen Ballen, mit einem anderen Pferd geteilt hat. Und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, wie Heulage halt sich so verhält, weiß, dass die Heulage innerhalb kürzester Zeit dann umkippt. Gerade bei dem Sommer, der halt dann so ja, relativ warm war, dann aber auch wieder feucht und so weiter. Und das halt bei einem Produkt, was darauf aus ist, dass es einen Gärungsprozess durchmacht und dadurch konserviert wird in der Folie. Sobald man es aber aufmacht, dieser Gärungsprozess wieder weitergeht. Naja, problematisch ist. Sagen wir mal problematisch. Und das merken wir bis heute noch. Und das wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Nun war er also bei uns und wir wollten definitiv keine Heulage füttern. Also mussten wir erstmal irgendwie durch den Winter kommen. Und das hieß, solange es irgendwie ging, beziehungsweise wir haben es, glaube ich, den ganzen Winter geschafft, haben wir das Heu nass gemacht. Einfach um die Schleimhäute und so weiter nicht weiter zu reizen und zu schonen. Und haben so Stück für Stück inhaliert. Allerdings war das sehr, sehr, sehr frustrierend, weil halt sich überhaupt nichts bewegt hat. Der hat nicht gehustet, der hat nicht rausgeschnoddert, gar nichts. Da kam einfach nichts. Und das über Wochen, Monate lang. Kam einfach überhaupt nichts raus. Dann haben wir angefangen, im Frühjahr das Heu dann zu bedampfen. Dazu haben wir mal selber was gebaut. Wenn ihr dazu gerne ein Video haben wollt, können wir euch gerne mal zeigen, wie wir das gemacht haben. Ist super easy, so einen kleinen Heubedampfer für ein Pferd selber zu bauen. Tierärztliche Behandlung nebenbei war Cortison und Antibiotikum. Es hat beides komplett nicht angeschlagen. Es hat überhaupt nichts bewegt, es wurde nicht besser. Es hat, ja, überhaupt nicht, es ging nicht, gar nicht. Nun, stand dieses Pferd also, ich weiß nicht mehr wie lange, aber eine Weile halt alleine durch das Heubedampfen und Heu nass machen und so weiter. Und wir haben uns dann entschieden, weil er halt auch sichtbar unglücklich war, da alleine zu sein, immer aufgeregt war, wenn ein anderes Pferd mit nach vorne kam und so, ihn dann lieber in die Herde zu stellen, wo er mehr Bewegung hatte, aber dafür halt kein nasses Heu, weil das hat halt auch nichts weiter geändert in dem Fall, gar nichts. Und ja, also haben wir uns entschieden, ja, alle werden jetzt, die sich irgendwie mit Hustenpferden beschäftigen, oh mein Gott, sagen, wie konntet ihr nur? Aber wir haben das so gemacht, weil wir dachten, okay, komm, lass es uns probieren, weil es hat ja bisher noch nichts geholfen, ihn in die Herde zu stellen. Da hat er sich auf jeden Fall mal weiter bewegt und es kam endlich auch mal dazu, dass er angefangen hat, mal zu husten und dass sich etwas bewegt, aber insgesamt stagnierte es weiter. Nicht vergessen, wir haben weiterhin nebenbei immer inhaliert. Wir haben ihn auch im Sohlenhänger inhaliert, also haben da verschiedene Dinge auf jeden Fall ausprobiert, was das angeht. Und
Also jeden Tag weiterhin inhaliert. Verschieden lange Zeiten, verschiedene Techniken. Okay, ich bewege das Pferd vorher, damit sich ein bisschen was bewegt. Inhaliere dann und bewege dann nochmal. Da nun also überhaupt nichts vorwärts ging, haben wir uns dann für eine Bronchoskopie entschieden. Ich habe die nicht mitgefilmt, weil das war schon aufregend genug, die ganze Sache. Ich will dazu vorher erzählen, warum haben wir das nicht früher gemacht mit der Bronchoskopie. Nun ja, das liegt halt daran, dass sich da immer so ein bisschen die Frage stellt, okay, was habe ich von der Information? Was kann es irgendwie mir weiterbringen? Ich habe so einige Erfahrungen so im Umkreis mitbekommen, dass es halt nicht viel gebracht hat mit der ganzen Bronchoskopie, weil das Ergebnis war dann so, ja, ihr müsst halt inhalieren und das Pferd bewegen. Well, das machen wir ja schon, ne? Und da Antibiotika und auch Cortison überhaupt nichts gebracht hatte, sowohl inhaliert als halt auch oral gegeben, dachte ich, okay, eine allergische Reaktion in dem Sinne ist es ja dann auch nicht, sonst müsste ja Cortison irgendwie helfen. War ich sehr unentschlossen, überhaupt eine Bronchoskopie zu machen. Und letztendlich haben wir uns dann doch dafür entschieden, weil wir gedacht haben, okay, komm, lass uns reingucken, lass mal schauen, vielleicht ist ja irgendwas Besonderes drin. Und so war es dann tatsächlich auch. Ich muss dazu sagen, dass wir den ersten Teil der Bronchoskopie tatsächlich ohne Sedierung gemacht haben. Das hat der so lieb mitgemacht. Bin da immer noch sehr stolz auf ihn. Und wir haben festgestellt, dass in den vorderen Atemwegen kein Schleim ist, komplett nicht. Aber nach dem Kehlkopf bis nach hinten sehr, sehr vieler zähflüssiger Schleim. Und wir haben ja schon Schleimlöser gegeben und immer wieder inhaliert und so weiter. Und trotzdem war dieser Schleim immer noch ziemlich zähflüssig. Ich habe auch schon von anderen Fällen gehört, dass der so zähflüssig war, dass man keine Probe entnehmen konnte. Eine Probe konnten wir entnehmen. Aber wenn ich mir das jetzt mal so überlege, wir haben ja schon viel gemacht, um das Ganze zu verflüssigen. Wie fest muss der gewesen sein? Der muss extrem fest gesessen haben, sodass der gar nicht rauskam. Weil wie gesagt, es kam ja nie irgendwas. Also davon eine Probe genommen und wir haben noch etwas anderes entdeckt. Und zwar haben wir hinter dem einen Luftsack, ich glaube rechts, einen Pilzteppich gefunden, der sich nur über diesen Luftsack drüber gelegt hat, um dann reinzuschauen, ob in dem Luftsack, der auch befallen ist, mussten wir ihn dann doch sedieren. Und das hat mir echt sehr, sehr leid getan, weil er hat das natürlich nicht so gut verkraftet, obwohl er nur so eine Mini-Dosis bekommen hat. Wir haben eine Weile gebraucht, bis er dann wieder wach war. Was für mich auch wieder so ein Ding ist, will ich so eine Bronchoskopie nochmal machen? Verträgt er das nochmal, so eine Sedierung? Muss man immer abwägen. Und ja, dieser Pilzteppich war auch noch da. Nun war also die Frage, was ist Ursache und was ist Wirkung? Fakt war aber, beides musste definitiv weg. So, und da melde ich mich aus dem Schnitt. Das Video wäre übelst lang geworden. Also, wenn ihr Bock auf einen zweiten Teil habt, dann lasst dem Video sehr gerne ein Like da. Ich habe dann noch die Infos dazu, was war da eigentlich für ein Bakterium drin? Was hat das mit diesem Pilz auf sich? Wie sind wir dagegen vorgegangen? Was für Kräuter haben wir verwendet? Und was haben wir so für Trainings noch gemacht? Das findet ihr im zweiten Teil, wenn ihr wollt. Also lasst dem Video, wie gesagt, sehr gerne ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!